Hallo und willkommen zurück zu Dead Age und wir werden jetzt reisen zum Camp und uns mit Mary treffen, allein im Außengelände des Camps. Das wird dann doch eventuell tödlich werden. Ja. Das heißt, wir müssen die beiden dann auch auf Wächter setzen, fürchte ich. Weil wir ansonsten gar keine Möglichkeiten mehr haben, irgendwas zu tun. Mhm. Naja, und... Jo. Und dann müssen wir hier uns wohl... ein bisschen vollstopfen. Ja, 424 ist schon okay. Gucken wir mal. Ja, ist natürlich jetzt ärgerlich ohne Werkzeuge. Aber so ist es. Dann zurück, reisen zum Camp. Allein gehst du los und triffst dich mit Mary im Campgelände. Sie starrt gebannt den Mond an und für einen Moment glaubst du, dass sie eine von diesen Kreaturen ist. Aha. Zombie-Cheerleader, gewissener Passant, untote Krankenschwester. Wir sind jetzt direkt im Highway. Wir sollen in Gebiet 6 auf dem Highway gehen. Das sollte ja aber machbar sein, hoffe ich. Die hat keinen Knüppel und den haben wir jetzt leider auch nicht hier. Okay, das heißt, die muss... Naja, Munition haben wir hier auch nicht viel. Und wir haben nur 2 Leute. Das muss man natürlich auch nochmal beachten. Sanitäter und die kann auch nicht schießen. Oh je. Die können alle nix eigentlich. Wir kriegen aber auch nicht direkt jemanden umgepustet. Wir könnten die Krankenschwester einmal... Ja, das machen wir so. Pistole, Krankenschwester. Reicht nicht. Mhm. So, Schrotflinte. Der da. Sauber. Du bist ein Passant. Die noch. Eliminator. Und weg mit dir. Gut, das war... Oh, sehr schön. Die sind ordentlich was wert. Das war jedenfalls ganz gut. Das machen wir nicht. Entscheidet sich lieber, die Kiste unberührt zu lassen. Das ist mir zu risky jetzt hier. Okay. Die können wir nicht umwerfen. Außer den einen in der Mitte. Den sollten wir auch als erstes umbringen. Können wir auch wieder nichts mit der Pistole machen. Hm. Wie viel hat der noch? 25. Es könnte dann reichen. Da machen wir den. Ich hoffe mal, dass es reicht. Yes.
Dann nehmen wir den jetzt weiter. Empfindlicher Angriff. Das wird auch wieder ein... Ne. Doch. Durchbrechen. Okay. Da brauchen wir sowieso noch eine Runde. Und der ist jetzt eben einmal. Neue Waffenteile. So, wir sind um 3. Das sind jetzt einfache. Nehmen wir die Krankenschwester. Ja. Okay, das heißt, wir kriegen aber da zumindest keinen Schaden von ihr. Und jetzt pusten wir die um. Mhm. Hat auch nicht gepasst. Sauber. Neue Waffenteile. Die Gruppe erreicht einen Kampf zwischen 2 Überlebenden und einer Horde Zombies. Noch hat die Gruppe eine Wahl zur Flucht, ansonsten muss sie sich einer Horde stellen. Angriff! 3 Wellen. Ah, okay, aber wir haben mehrere Überlebende hier. Machen wir den. Naja, wie viele jetzt von denen überleben? Okay. Durchschlagener Schuss. Ne. Wir können aber Eliminator. Ja, machen wir das so. Durchbrechen auf den. Na, Mist. Na, jetzt ruhig den auf den Boden umhacken können. Na, 3 Wellen ist schon ein bisschen fies. Na, da mache ich nichts. Kann dann entsprechend beim nächsten Mal die nächste Welle besser angreifen. Welle 2, okay, wunderbar, da können wir zumindest, okay, die ist damit tot, da können wir zumindest jetzt alle gleichzeitig umpusten. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Lass uns wenigstens die andere Person retten. Ja, wie soll das denn jetzt gehen?
Die wird jetzt auch zerspratzen. Da! Ja, das ist zumindest die Blutung nicht mehr. Wir können außerdem Erste Hilfe. Zivilistin. Ja, 6 Hitpoints. Weil die halt keine Hitpoints hat, deshalb ist auch das Maximum nix. Wow, schön. Ja. Na, aber böse Schaden kriege ich hier ab. Ja, immerhin, die habe ich gerettet. Die Überlebenden waren ein Pärchen. Weinend drängt euch die überlebende Person zu gehen. Na super. Aber 21 Goldmunition. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen heilen. Das reicht nicht. Die muss den hier nehmen. Der hat noch. Ja. Ja, okay. Ja, Munition hat das natürlich jetzt auch noch gekostet. Die steigt fast. Vielleicht sollten wir bessere Ammo nehmen. Zu diesem Anlass. Stahl. Mhm. Die werden jetzt auch wieder nicht einfach. Pistole. Natürlich genau nichts gebracht. Durchbrechen. Und da kann ich das jetzt auch Nahkampfangriff zu Ende bringen. Mhm. Sauber. Sechsundsiebzig. Da können wir jetzt den hier machen. Puh, Level up. Dann kann die jetzt zumindest Gegner, die auf dem Boden liegen, angreifen. Die ist echt mal nicht gut. Ich habe ja damit gerechnet, dass wenn man später Charaktere bekommt, dass die schon ein bisschen höher sind. Aber die kann ja gar nichts. Na gut.
Ihr habt den Laden erreicht. Zum Glück, denkst du dir. Mary hatte sich erstaunlich gut gehalten. Sie sprach kein Wort, kämpfte ohne zu zögern und hielt sich zurück. Also Mary, ich schätze, wir brauchen mehr Licht, um das Medikament zu finden. Lass uns den Generator anwerfen. Wahrscheinlich findet er sich etwas abseits vom Laden. Leider hast du die Rechnung ohne die vorbeiziehenden Zombie-Horden gemacht, die nachts in großer Anzahl auftreten. Okay, Mary, keine Panik, es sind ziemlich viele, aber wir werden das schon schaffen. Mary schweigt. Du weißt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist oder ob sie jeden Moment einen Schub durch die Krankheit bekommt. Okay. Nehmen wir den Passanten. Sauber. Damit werfen wir natürlich nur die Cheerleaderin um. Aber das ist gar nicht so schlecht. Wie viel hat die noch? 37, okay. Dann fangen wir jetzt an, den zu bearbeiten. Und damit ist er auch im Eimer. Das sind jetzt wieder zwei von den stabilen. Findlicher Angriff. So. Drei. Super. Und weg mit dir. Letzte Welle. Du erinnerst mich an meinen Mann, früher auf der Jagd. Er konnte mit seiner Waffe so gut umgehen wie du. Du zuckst überrascht zusammen, als ihre Stimme laut durch die Nacht zischt. Bis es ihm das Genick gebrochen hat. Er hätte vorsichtiger sein müssen. Er wollte dich sicher nur beschützen. In so einem schrecklichen Moment kühlen Kopf zu bewahren, ist nahezu unmöglich. Okay, das sind jetzt zumindest einfache oder praktische für mich hier. Die könnte auch durchbrechen. Moment, das sind wir jetzt hier. Angriff. Mach mal die Krankenschwester. Pistole. Ja, ist weg. Dann pusten wir die beiden um. Das hat nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. Noch drei. Drei Werkzeuge. Völlig geschafft, berührst du sanft die Schulter von Mary, die am ganzen Körper zittert. Solch Gemetzel geht nicht spurlos an uns vorüber. Wir werden dich schon wieder hinbekommen. Lass uns jetzt den Generator anwerfen. Mit genügend Licht stöbert ihr durch den Supermarkt und findet eine Reihe von Medikamenten. Ich denke, das ist es. Halt, warte. Nein, das. Oder doch lieber das. Sie kichert und du blickst stumm durch die Gegend. Als deine Ungeduld gerade zu platzen droht, hält sie stocksteif inne. Das ist es. Das ist es wirklich. Ein Medikament gegen Geisteskrankheiten. Ja, das klingt richtig. Dann lass uns bloß von hier verschwinden. Du hast auch die Möglichkeit, die Gegend weiter zu erforschen oder direkt in das Camp zu flüchten.
Ja, das sollen wir nehmen. Ja, ich glaube, hier weiterzulaufen wäre ziemlich idiotisch. Also, da gehen wir lieber zurück. Tag 19. Nahrung 8, Verbrauch Nahrung 11, Material 16. Ja. Dank einer erfahrenen Wache wurden sie doch vertrieben. Es wurde nichts gestohlen. Der Tag bricht an. Trish wirft ihr einen anerkennenden Blick zu. Sie gießt ihr zur Feier des Tages einen teuren Tropfen ein. Zumindest das, was von dem Zeug übrig geblieben ist. Hier, trink auf dein Erfolg. Das Medikament scheint zu wirken. Mary wirkte heute nicht mehr so aufgelöst. Du kannst sie jetzt beliebig einsetzen. Mike, ich muss dich warnen. Wir benötigen jetzt auch noch erfahrene Wachen für das Camp, um Angriffe von Punks abzuwehren. Zerstöre 3 Punk-Lager im Gebiet Wald. Die Punks haben sich inzwischen organisiert, sodass du die Bedrohung dieser Schläger zunimmt. Deshalb musst du dringend einige ihrer Lager zerschlagen. Lass uns in der Bar darüber diskutieren. Mhm. Wald nachts. 3 Tage, okay. Auftrag. Was ist mit den Punks? Die Punks haben sich inzwischen organisiert, sodass die Bedrohung steigt. Du solltest einige Punk-Lager zerstören, damit sie sich nicht zu einer größeren Gefahr entwickeln. Du hast einen knappes Time-Limit von 3 Tagen zur Verfügung. Falls du die Aufgabe erledigst, sinkt die Bedrohungsstufe der Punks, andernfalls steigt sie weiter an. Bedrohungsstufe. Was genau hat das für Konsequenzen, wenn die Bedrohung der Punks ansteigt? Wie bei den Untoten bedeutet eine höhere Bedrohung gleichzeitig eine höhere Chance, dass das Camp angegriffen wird. Außerdem steigt die Anzahl der Punks, die das Camp angreifen. Ja. Also Tag 19 ist Punk-Lager zerstören. Das dürfte dann immer kommen. Eine zu hohe Bedrohung kann dazu führen, dass die Wächter des Camps nicht mehr mit ihnen fertig werden. Zumal die Punks noch etwas gefährlicher sind als die Zombies. Wir können also erfahrene Wächter für das Camp aufstellen. Ein erfahrener Wächter kann Schäden der Punk-Einbrüche vermindern. Wenn du 3 Wächter als Experten ausbildest, kannst du damit sogar Punk-Einbrüche verhindern. Es kann sich also lohnen, mindestens einen Überlebenden als Wächter einzusetzen oder so. Es bleibt deine Entscheidung, ob du die anderen Überlebenden als Wächter einträgst oder ihnen andere Aufgaben übergibst. Du kannst dich sogar selbst als Wächter eintragen, aber dann kannst du keine anderen Gebiete erkunden. Bis später. Okay. Ja, den müssen wir auf jeden Fall wieder heile machen. Okay, wir haben ein Medikit, das ist okay. Shop. Ja. Und Mary kann leider gar nichts. Das heißt, eigentlich müssten wir die mitnehmen, aber... natürlich auch keine Hitpoints. Ja, die kann Wächter machen. Kommt zu 100 Erfahrung, was natürlich auch Murks ist, irgendwie. Aber die jetzt mitzunehmen... müssen wir eigentlich, weil die muss halt aufholen. 100 Erfahrung ist zu wenig. Dann, achso, wir haben hier Ausrüsten. So. Da haben wir jetzt schon ordentlich Zeug da. Shop. Das hier könnten wir eigentlich auch kaufen für 9. Naja, warten wir erstmal mit. Ja, also nehmen wir die mit und dann den hier vielleicht. Der ist hier sowieso ganz ordentlich dabei.
Mit dem Sturmgewehr vor allen Dingen, dass er die auf den Boden schießen kann und die dann damit umpustet. Messing. Kombinieren. Hier haben wir auch noch gut was. Eigentlich brauchen wir auch noch viel mehr Rüstung. Job Skills. Naja, die müsste jetzt hier Wachsamkeit weitermachen. Die könnten wir allerdings auch mitnehmen. Den will ich nicht mitnehmen. Das heißt, der könnte auch jagen gehen. Machen wir mal. Du solltest, wenn möglich, irgendwas bauen. Wir haben halt nicht viele Werkzeuge wieder. Hier braucht man für den Baseballschläger nur eins, aber da haben wir keine Teile für. Und hier haben wir kein Leder für. Das hier bringt es wahrscheinlich nicht. Naja, aber wenn die da nicht jedes Mal was baut, steigt die halt auch nicht. Eigentlich bräuchten wir ja auch wieder einen Knüppel. Naja, wir könnten hier halt was bauen. Kostet 1, dann hätten wir halt wieder was, über wen ausrüsten könnten. Ja, ist zwar nicht optimal. Aber passt. So, dann. Also einen haben wir auf Jagd. Dann müssten wir noch einen mitnehmen. Am besten sogar der. So. Der sollte ablegen. Ausrüsten. Ach ja, die ist ja auch mit dabei. Der ist nicht mit dabei, dann tauschen wir die mal aus. So, die würde Wache machen. Und die dann wohl auch. Ja. Okay. Ausrüstung. Ja. Wie war es im Shop? Das hier könnten wir vielleicht einfach mal kaufen. Haben wir genug für. Neue Waren. Noch einen Tag.
Das könnte auch mal Sinn machen, dass ich das im Kampf häufiger verballer. Weil die Munition davon ist halt, das ist eigentlich ziemlich günstig, wenn man bedenkt, dass das halt 150 Hitpoints sind. Dann kann die halt anfangen, das im Kampf zu verballern. So, Glock Level 1. Da könnten wir auch noch... Naja, gut, die muss ja verteidigen. Das ist auch schon okay. Da bräuchten wir eigentlich auch bessere Sachen von. Man kann nicht alles haben. Im Gebiet Wald nachts. Werkzeuge, Fallenteile, Lederkleidungsstücke. Also Kleidung. Nicht nur Leder. Ich glaube, das sind die Teile zum Craften. Ja. Ja, und Werkzeuge sind auch super. Wald nachts ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Punks könnten übel werden. Ich guck nochmal gerade, ob ich hier das... Ja. Passt alles. Okay, Wald nachts. Das wird keine leichte Mission. Es gilt, drei Lager der Punks zu zerstören. Bei Erfolg könnte das die Bedrohung für das Camp senken. Ja, ich mach mal zum... Naja, das brauchen wir eigentlich nicht. Kampf. Angriff. Krankenschwester und Toter Wolf, Dunkelwolf. Okay, wir gucken erstmal, dass wir hier so ein bisschen was reduziert bekommen. Krankenschwester. Ein Hitpoint. Aber jetzt nehmen wir den. Wir könnten den direkt umpusten jetzt mit Munition. Also mit draufballern. Aber ich denke, das ist eigentlich gar nicht nötig. Das hier können wir für einen Pistolenschuss machen. Aber der ist jetzt auch tot. Eigentlich wollte ich geheilt haben, aber... Passt. Ein Punklager erwartet dich. Es ist zum Glück nur provisorisch aufgebaut. Wenn du angreifst, sollst du mit mehreren Wellen Gegenwehr rechnen. Lager angreifen. Punk-Attentäter. Der Attentäter kann mit aufladenden Pistolenschuss einen Gegner zu Fall bringen. Den bewusstlosen Zustand kann er mit Beinschuss nutzen, um ihn stärker zu treffen. Die Rächerin kann mit wütender Schusswechsel eine gewaltige Schusssalve auf eine Gruppe abfeuern und mit Rache ihre Schusskraft erhöhen, wenn ein Verbündeter stirbt. Da sollte man die wahrscheinlich als erstes platt machen. Die sehr gefährliche Kriegerin hat eine Chance, mit Eliminator einen Gegner K.O. zu treten. Den K.O.-Zustand kann sie nutzen, um mit Hinrichtung gewaltigen Schaden zu machen. Okay, das ist alles nicht gut. Naja. Und die haben alle 50% Verteidigung. Ne, die nicht. Gegen K.O. so immun. Hat aber die meisten Hitpoints. Naja. Sturmgewehr. Ja. Das hat schön gesessen. Und die hat keine Ammo mehr. Nee. Rucksack. Achso, kann sie hier einfach auswählen jetzt.
Gold. Ja, machen wir so. Ach, das hat aber... Ja, hat die Runde gekostet. Ja, jetzt können wir den durchschlagenden Schuss machen. Yes. Sturmgewehr, Bodensalve. Mhm. Pistole, Beinschuss. Weg mit dir. Das war jetzt auch nicht nett. Na, geblockt. Mach mal die kaputt. Ah, 17. Sehr gut. Jetzt er. Mach mal die kaputt. Und dann Sanitäter, erste Hilfe. Mike. Angriff. Ja, durchbrechen. Machen einfach mal einen normalen Angriff. Da kommt jetzt sowieso noch eine zweite Gruppe. Sanitäter, erste Hilfe. Mike. Ja klar, es sind nicht 150 Hitpoints, sondern es sind jedes Mal 50. Also, die Medizin ist schon verdammt effizient. Wir könnten auch hier Kampfbereitschaft machen, um das noch ein bisschen hinauszuzögern. Und jetzt mit dem, die vielleicht auch mal umwerfen und dann nochmal Sanitäter. Ach so, kostet aber zwei Dingspunkte. Ja, okay, dann machen wir das so. Zwei von zwei. Ein Hund! Okay. Tank-Kräuterhexe kann mit Heilen ihre Verbündeten gesund spritzen und ihnen zusätzlich mit der Reflexspritze eine höhere Blockchance geben. Mit durchschlagendem Schuss trifft der Frontkämpfer eine ganze Gruppe. Es besteht eine Chance auf K.O. Zusätzlich kann er bei Nahkampfattacken mit wachsames Auge reagieren. Ein Schäferhund. Mit Wittern erhöht sich die Blockchance des Schäferhundes. Durch Blitzangriff werden die Reflexe stark erhöht. Also wir wollen den Schäferhund exekutieren. Weg. Das war viel Schaden. Ja, machen wir die Kräuterhexe kaputt. Wachsames Auge. So, was war das jetzt? Erhöhte Blockchance. Doppelt Blockchance. Schlägt nach Nahkampfattacken zurück. Na gut, muss man ja nicht angreifen. Dann machen wir jetzt beschlagener Schuss. Ist ihm gerade eingefallen, dass er umfallen muss. Eliminator. Sauber. Sanitäter. Erste Hilfe. Ja, mal. So. Dann machen wir mal. Räuterhexe, die kann halt nichts. Den. Durchbrechen. Sanitäter, erste Hilfe. Ja. Wir müssten eigentlich nochmal Jamal heilen. Jetzt haben wir nichts mehr. Moment, das können wir auch mit empfindlicher Angriff. So.
Und ein schönes Medkit. Sauber. Und Level up. Job Skills. Ja. Da müssten. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt wirklich was bringt. Gold und Feuermunition. Ja. Ich meine, das ist schon natürlich noch effizienter. Aber das sind halt so viele Stufen Unterschied. Techniker wäre noch eine Option, das hochzusetzen. Also hier was und dann das hier zu machen. Übernehmen. Und dann können wir dem das hier geben. Ja. Das ist auch sehr schön. Volles Inventar. Es ist nicht genügend Platz in deinem medizinischen Inventar. Möchtest du einen anderen Gegenstand wegwerfen? Nein. Ach, das ist jetzt... Das ist ja doof. Hätte ich wahrscheinlich auf Ja klicken müssen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo hier dieses... Ach, hier. Insgesamt 6 von 6. Okay. Das habe ich übersehen. Benutzen. Dann machen wir den... Doch, das können die ruhig nehmen. Das hier auch. Oder... Ausrüsten. Okay, Kampf, Schlipsträger und Passant. Ja, Gebiet 2 ist das jetzt erst. Ach, das waren der. Was? Das waren die mit dem. Der nicht direkt tötet und tote Passanten. Ja, okay. Ah. Nee, eigentlich macht das ja keinen Sinn, die anzugreifen. Ich muss den Schlipsträger jetzt fokussieren. Die sind aber jetzt hier auch schon rechts stärker geworden. Normalerweise haben wir solche Gegner ja nicht hier. Aber da muss ich drauf Acht geben. Aua. Streuschuss geht nicht. Ja, die darf direkt mal wieder Sanitäter machen. Nochmal. So. Kleidungsstücke, sehr schön. Mhm. Wüter und 4-4. Das ist erst Gebiet 3.
das ist auch nicht nett. Das heißt, da der Greif, der springt auf jeden Fall nachher dran, macht gut Schaden. Der Streuschuss kann gar nichts, oder? Ja. Und die haben super viel Rüstung. Ja, machen wir hier einen normalen Angriff drauf. Ach so, ineffektiv, weil Resistenz auch 50. Okay. Autsch. Na. Ja, das ist jetzt fies. Nagelfalle. Ja. Tot geht damit natürlich niemand. Das war aber jetzt auch wieder nix. Haben wir halt noch zusätzlich den Dot. So, dem haben wir jetzt die Resistenzen gesenkt. Ist aber jetzt halt auch nicht wahnsinnig toll. Das Gute ist halt, dass da jeder den Schaden bekommt, der da reinläuft. Den hat's auch schon zerfetzt. Der ist durch die Falle geschützt, ja. Schrotflinte. Pistole. Schrotflinte. Und. Ne, das machen wir nicht. Ach, der kann aber gar nichts anderes. Na komm, dann macht die Bodensalbe. Das war aber jedenfalls auch jetzt böse. Die Gruppe findet ein verschlossenes, verlassenes Haus einer Lichtung. Ein idealer Ort, um Materialien und so weiter zu finden. Schloss knacken. Mhm. Zu lange, um das Schloss zu knacken. Plünderer greifen überraschend an. Wachsames Auge. Schlägt nach Nahkampfangriffen zurück. Der ist gegen Zeug immun, aber 50%. Also machen wir den kaputt. So.
auch gut Schaden. Eliminator. Na, ah, okay, hat geklappt. Den will ich jetzt eigentlich noch gar nicht umpusten. Deshalb werde ich jetzt hier auch einfach was Unsinniges machen. Also was nur Zeit kostet. Jetzt kann die wieder erste Hilfe. Mike. Nahkampf. Durchbrechen. Nahkampf. Eliminator. Doch, das hat das refreshed auf 2. Sanitäter, erste Hilfe. Der Mal. Nahkampf, Angriff. Und jetzt ist der aber auch im Eimer. Pistolmunition, Stahl. Cheerleader, Wolf, Dunkelwolf. Mhm. Okay, dann müssen wir einfach nur draufhacken. Nehmen wir den Dunkelwolf. Aua, das waren 45. Und der andere Wolf, wo ist der hin? Den habe ich ja nicht getötet, oder? Da hinten liegt er anscheinend. Dann habe ich das irgendwie verplant. Ja, mach mal den. Sehr gut. Sturmgewehr, Bodensalve, Cheerleader. Sanitäter. Erste Hilfe. Auf 2, Sanitäter, Kampfbereitschaft. Mhm. Eliminator. Na, okay. Etwas zu viel. Benzin nehmen. Infizierter Gefangener, Wüter. Dass wir den weiter erstmal angreifen. Angriff, Güter. Pistole, Güter. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz optimal. So. Machen wir den kaputt. Steh auf. Hat ja immer noch die Kotze vor sich. Täter. Erste Hilfe. Einmal. Hm, jetzt ist die Kotze aber weg. Jetzt können wir hier nochmal. So.
Naja, gut, der ist jetzt trotzdem weg. Mhm. Ein Werkzeug. Wir müssen aber jetzt... Ah, shit. Ich muss hier mehr Punks erledigen, sonst wird das nichts. Das heißt, ich muss das hier jetzt eigentlich verwenden. Als ihr in der Dunkelheit nach etwas Nützlichem Ausschau haltet, seid ihr in einem Moment abgelenkt. In diesem Moment hatte sich eine Person der Gruppe genähert und sich unentdeckt an euren Sachen zu schaffen gemacht. Ihr seht nur noch einen Schatten in der Ferne und überprüft eure Taschen. Die Gruppe verliert 3 Materialien. Ihr überlegt, die Wertsachen zurückzuerobern, müsst ihr dafür aber in Gauner einige Gebiete verfolgen. Dunkelwolf, okay, die sind aber einfach. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Schwächend ist egal. Ja. Erstmal reduzieren. Pistole, Angriff. So gut. Gut, Sanitäter, erste Hilfe. Wobei, das machen wir jetzt anders. Rucksack. Du benutzt jetzt den hier. Ja, von dem weg. Sanitäter, erste Hilfe. Ike. Ja. So, dann ruck. Wer kann den. Doch, der kann den Eliminatoren. Na, hat aber nicht geklappt. Der nutzt das jetzt. Das gibt's doch nicht. Der kann jetzt hier dummerweise nichts tun. Doch, kann er, indem er einfach hier Unsinn ausrüstet oder so. Ja, komm, nimm die Schrotflinte. Sanitäter, erste Hilfe. Mike. Sanitäter, Kampfbereitschaft. Der eine Tick muss noch heilen hier. Nehmen wir die wieder. So, und damit sind wir durch quasi. Können noch einmal heilen.
Sehr gut. So, weg. Level up. Ja, die musste ja auf jeden Fall irgendwas hier skillen, damit die auch was auch was außerhalb vom Kampf machen kann. Nehmen. Streuner und Wüter. Okay, das ist ja jetzt dann nicht so schwer. Die bräuchte eigentlich... Ja, da könnte ich eventuell das dann noch verwenden. Aua. Schön. Sehr gut. Und die kriegt jetzt auch noch mal böse Schaden ab. Das ist nicht gut. Die hat aktuell die Goldmunition ausgerüstet. Der hat gar nichts ausgerüstet. Stahl. Okay, das tauschen wir auch mal gerade aus. Na also, ein Punklager erwartet dich. Ist zum Glück nur provisorisch aufgebaut. Wenn du angreifst, sollst du mit mehreren Wellen Gegenwehr rechnen. Lager angreifen. Zwei Wellen. So. Ich hoffe nur, dass die das überlebt. Angriff. Ja, ich würde die gerne umwerfen. Und dann müsste ich aber die wieder fokussieren. Das ist sehr schlecht. Schrotflinte. So, durchschlagender Schuss. Keinen umgeworfen. So ein Mist. Nicht auf die... Na gut, der hat natürlich jetzt noch die volle Rüstung. Ja, gut. Auf den. Ja, komm. Können wir da einmal mit der Pistole drauf schießen, dann ist der weg. Und da machen wir. Ja. Pistole, Beinschuss. Attentäter. Ich weiß gar nicht, ob das hier dann bei diesen Wellen stehen bleibt. Kann sich damit leider nicht selber verarzten und ich glaube, das kann man nicht. Doch, kann man sogar im Kampf verwenden. Okay.
Dann sollte das passen. So, zweite Welle. War natürlich jetzt ein ziemlich teures Ding, was ich da verwendet habe. Sehr schön. Sturmgewehr, Bodensalve, nehmen wir. Den hier. Pistole, Beinschuss. Nummer 1. Befindlicher Angriff. Nehmen wir den Hund. Sturmgewehr, Bodensalve. Und Beinschuss. Punkstöter. Sehr schön. Und eine Schrotflinte bekommen, die ich aber leider nicht gebrauchen kann. Nehmen. So, jetzt müssten wir noch eins erledigen. Jetzt bin ich allerdings auch wieder verhältnismäßig fit, nachdem ich das benutzt habe. Ich habe auch alles an Medizin und so weiter verballert jetzt. Cheerleader, Wolf, Dunkelwolf. Das ist auf jeden Fall okay. Angriff. Ja, nehmen wir den Wolf. Weg. War nicht so gut. Das ist jetzt wieder so ein Dot, der da drauf ist, oder? Nee. Erste Hilfe. Das war nichts. Gut. Sanitäter. Na ja, gut. Weiter geht's. Streuner und Wüter. Gut. Das ist okay. Wenn wir den jetzt... Ach, den können wir sofort kaputt schlagen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. So, geblockt, aber trotzdem. Durchbrechen. Empfindlicher Angriff. Und einmal Sanitäter, erste Hilfe. Ja mal. Naja, jetzt ist die schon wieder die niedrigste, also macht das da jetzt keinen Sinn mehr, groß die anderen hochzuheilen. Mhm. Hineingreifen, in das Loch hineingreifen. Ja mal, greift das Loch hinein und deckt einen Haufen Patronenmaterialien, die versteckt wurden. Cheerleader und Krankenschwester. Das kriegen wir doch hin.
Schrotflinte. Sehr gut. Sturmgewehr, Bodensalve. Weg. Das hier trotzdem noch. Und wenn das nur für den nächsten Tag ist. So. Mhm. Ah ja, wunderbar. Ein Punk-Lager erwartet dich. Das ist zum Glück nur provisorisch aufgebaut. Ja. Lager angreifen. Super. Wie immer. Angriff. Du da. Sturmgewehr. Angriff. Du da. Pistole. Angriff. Alles okay. Das war okay. Wenn es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, die da umzubringen. Schrotflinte, machen wir mal so. Streuschuss. Na, geblockt. Hat auch nicht gereicht. Ja, ist nicht ganz optimal gelaufen. Aber passt. Mhm. Wittern. Okay. Versuchen was. Jo. Ja, die Kombinationsangriffe, die sind schon mit Abstand am stärksten. Schäferhundbekämpfer, sehr schön. Mit der Gewissheit, die Punklager zerstört zu haben, kannst du dich nun um andere Dinger kümmern oder ins Camp zurückkehren. Und eine Freizeithose, sehr schön. Nehmen. Folgst dem Pfad des Waldes immer tiefer hinein. Diese Bereiche scheinen noch düstere Untote zu beinhalten. Eine Oberschwester und zwei Wüter. Nee, muss nicht sein. Zurück. Tag 20. Und das haben wir auch geschafft. Zusammenfassung des Tages. Ja. Mhm. Eine Gruppe Punks hat das Camp angegriffen. Da werde ich aber dann danach auch einen Schnitt machen, will heißen, den Kampf werde ich so oder so neu machen müssen. Ja, mach mal. Ich mach's jetzt trotzdem, weil ich mir halt nicht sicher bin, was da, wie das genau aussieht. Den Beinschuss können wir auf jeden Fall machen und der hier hat 50%. Das heißt, den können wir jetzt umwerfen. Dann kaputt schießen. Den Schäferhund, hat der überhaupt Rüstung? Nein. Wäre natürlich dann gut, wenn das beim nächsten Mal
auch so gut funktioniert. Da hat jetzt alles gesessen. Naja, Level up, aber wie gesagt, das müssen wir eh neu machen. Der Kampf gegen die Punks war ein voller Erfolg. Die Überlebenden konnten sie ohne Verluste zurückschlagen. Tag bricht an. Ja. Trish setzt sich zu dir in dein Zimmer. Sie umarmt dich mit den Kräften am Ende und ein leichtes Zittern am ganzen Leib. Vielen Dank für die letzten 20 Tage. Es war nun wirklich nicht einfach. Wir hatten nicht nur mit Untoten zu kämpfen. Auch die Menschen scheinen größtenteils wahnsinnig geworden zu sein. Aber wir haben es bis hierhin geschafft. Der Sheriff hat bald einen Weg in die Stadt gefunden. Ich weiß nicht, was uns da alles erwartet, aber ich hörte, dass sich die Brut noch weiter vermehrt hat. Viele Soldaten sind dabei ums Leben gekommen und die Punks haben sich dort eingenistet. Das war heute nahe an einem Krieg. Die Punklager wurden zerstört. Die Bedrohung der Punks sollte gemindert sein, aber die Schlacht gegen die Punks wird sich rumsprechen. Früher oder später werden sie kommen und versuchen, das Camp einzunehmen. Jo, und dann ist es Zeit für einen Schnitt. Tag 20 sind wir angekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir haben 14 neue Medaillen bekommen. Also selbst wenn wir verenden, gibt es einen ordentlich neuen Start. Die Sache ist halt die, dass das ja auch so eine Art Schneeballeffekt ist. Wenn man dann am Anfang effizienter ist und jeden Tag mehr Zonen hinbekommt, dann bekommt man auch mehr Erfahrung, bekommt noch schneller noch mehr hin und so weiter. Also das geht ja da verhältnismäßig dann ja schneeballartig besser. Also ja, ich finde es bisher jedenfalls nach wie vor ziemlich gut, das Spiel. Und ja, wir werden dann beim nächsten Mal weitersehen. Bis denne!